Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im 14. Kinder- und Jugendbericht heißt es, die Kommunen als zentraler Ort der Kinder- und Jugendhilfe und lokaler Bildungsort müssen in ihrer Verantwortungswahrnahme gestärkt und entsprechend finanziell auskömmlich ausgestattet werden. Das ist eine zentrale und überaus aktuelle Forderung, der wir mit unserem Antrag Nachdruck verleihen. Es geht unseres Erachtens um das Wichtigste, nämlich um Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche haben das Recht, weitgehend frei von Sorgen und Ängsten aufzuwachsen. Für Kinder, Jugendliche und ihre Familien sollen gute Lebensbedingungen gewährleistet werden. Doch die gesellschaftliche Realität ist leider auch in Mecklenburg-Vorpommern noch eine andere. Angst vor Armut und sozialer Ausgrenzung belastet Kinder und Jugendliche in zunehmendem Maße. Dem kann und muss man mit einer kontinuierlichen und qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit entgegengewirkt werden. Sie ist im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge unverzichtbar. Die Hauptlast der Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe trägt bekanntermaßen die kommunale Ebene. Insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung, bei Eingliederungshilfen oder Familienhilfen verzeichnen die Kommunen steigende Fallzahlen, obwohl die Anzahl der existierenden Kinder und Jugendlichen sinkt. Die einzelnen Problemlagen werden aber immer komplexer und schwieriger. Hier stellt sich zwingend die Frage nach dem Warum. Wo liegen die Ursachen? Und wie können diese beseitigt werden? Das sind doch die entscheidenden Fragen, denen sich weder diese Bundesregierung noch diese Landesregierung wirklich glaubwürdig, kritisch und selbstkritisch stellt. Und da muss ich auch Herrn Ringgut sagen, der leider heute nicht da ist, dass seine gestrige Feststellung, dass man die hohen Kosten in der Jugend- und Sozialhilfe, sprich die Pflichtleistungen, in den Griff bekommen muss, dass das niemand anzweifelt. Aber es reicht eben nicht, bei dieser Aussage stehen zu bleiben. In den Griff bekommen wir die Kosten tatsächlich nur, wenn wir tatsächlich an den Ursachen ansetzen. Meine Damen und Herren, die sehr hohen und weiter steigenden Kosten für die Pflichtleistungen in der Jugendhilfe überfordern die kommunalen Haushalte längst. Und natürlich wächst so auch der Druck auf Ausgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Und das bedeutet im Klartext, auch hier wird der Rotstift angesetzt, ob direkt oder indirekt. Und da kann Herr Müller 10-mal hoffen, dass die kommunale Ebene bei der Jugendarbeit nicht sparen müsse, weil da ja ohnehin verhältnismäßig wenig Geld zur Verfügung stehe. Ich muss Ihnen sagen, Herr Müller, dass Sie hier offenbar die kommunale Praxis aus den Augen verloren haben. Sie sollten mal bei Haushaltsberatung im Jugendhilfeausschuss dazukommen und sie miterleben. Die sind ja im Übrigen öffentlich. Wenn über den gesamten Haushalt hinweg gekürzt werden muss und entsprechende Vorgaben gemacht werden, dann wird auch vom Teilhaushalt Jugend als einer der mit den höchsten Aufwendungen natürlich erwartet, einen entsprechenden Konsolidierungsbeitrag zu leisten. Für Vorpommern-Greifswald liegt dieser in 2013 bei 1,2 Millionen Euro. Und es ist doch letztlich eine Illusion anzunehmen, dass davon die Kinder- und Jugendarbeit unangetastet bleibt. Natürlich leidet die Kinder- und Jugendarbeit unter dem engen Haushaltskorsett, was eigentlich untragbar ist. Denn insbesondere die offene Kinder- und Jugendarbeit leistet die dringend erforderliche Prävention. Wenn Sie so wollen, auch eine finanzielle Prävention. Fachstudien oder der Monitor Hilfen zur Erziehung weisen eindeutig darauf hin. Eine Schwächung der Prävention führt nicht nur zu großen Problemen bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch unweigerlich zu einer Erhöhung der teuren Pflichtleistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Dieser Zusammenhang liegt doch auf der Hand, meine Damen und Herren. Er sollte es jedenfalls. Und dieser Zusammenhang ist es, der gerade angesichts knapper öffentlicher Kassen bessere, verlässliche Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche so notwendig macht. Um die Einsparvorgaben zu erreichen, werden dann die Haushaltsansätze bei den Pflichtleistungen, die sich eigentlich an den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen ausrichten sollen, an die konkrete Haushaltslage und an die Vorgaben angepasst. Hinzu kommen spürbare Personaleinsparungen in den Jugendämtern, die die Probleme noch potenzieren. Und ich betone hier ausdrücklich, das ist kein Vorwurf gegenüber den Kommunen. Sie stehen unter enormen finanziellen Zwängen und befinden sich ständig in der Zwickmühle. Letztlich brauchen Sie, um handlungsfähig zu sein, genehmigte Haushalte.
Meine Damen und Herren, allein in Greifswald ist die Förderung von 9 Kinder- und Jugendprojekten bei 8 Trägern zum 01.01.2013 eingestellt worden. Entweder wurde die Jugendarbeit bei den betroffenen Trägern eingestellt oder wird auf ehrenamtlicher Basis geschultert. Aber egal wo, das Wegbrechen solcher Angebote ist nicht hinnehmbar. Und das bedeutet in der Konsequenz, so wie es der 14. Kinder- und Jugendbericht einfordert, die Kommunen in ihrer Verantwortungswahrnehmung zu stärken. Und dazu gehört zwingend, die Kommunen finanziell auskömmlich auszustatten. Ich könnte auch sagen, aufgabengerecht. Hierbei sind insbesondere Bund und Land gefragt. Sie müssen sich stärker beteiligen. Auch das sagt der Kinder- und Jugendbericht auf Seite 383 mit aller Deutlichkeit. Meine Damen und Herren, ein Problem ist die Kopplung der Landesmittel an die Anzahl der 10- bis 26-Jährigen im KJFG. Hier soll es ja nach Verlautbarungen der Ministerin endlich Änderungen geben. Ich kann nur hoffen, dass es tatsächlich Bewegung gibt. So wie bisher kann es jedenfalls nicht weitergehen. Ein weiteres Problem stellt sich mit der Frage, wie geht es weiter mit den bislang ESF-geförderten Projekten? Die Ungewissheit, und das erlebe ich so, entmutigt die Träger der Jugendhilfe und alle Betroffenen mehr und mehr. Zum einen brauchen die Kommunen und Träger eine verbindliche Aussage, wie es nach 2013 weitergeht. Eigentlich müssten heute schon vorsorglich Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schulsozialarbeit oder bei den Produktionsschulen vorbereitet werden. Zum anderen sind solche Projekte auch immer mitzufinanzieren. Dies betrifft vor allem Projekte der Berufsfrühorientierung, Beratung und Projekte für sozial benachteiligte Jugendliche. Wenn eine Mitfinanzierung nicht mehr gelingt, und zum Teil ist dies bereits schon so, dann gehen der Förderung von Kindern und Jugendlichen erhebliche Mittel verloren. Meine Damen und Herren, die Koalition wird heute wieder erklären, dass seitens des Landes bereits alles getan würde, dass man die Kommunen mit ihren Problemen nicht allein ließe, dass Kinder und Jugendliche Jugendhilfe eine kommunale Aufgabe sei, dass eigentlich nur Standards überprüft und vereinheitlicht werden müssten und dass alles nur mehr Effizienz erfordere. Das, was Sie nicht erklären werden, ist die Tatsache, dass die kommunalen Haushalte mit zusätzlichen von Bund und Land veranlassten Aufgaben in erheblichem Maße belastet werden. Belastet deshalb, weil nur ein unzureichender oder gar kein finanzieller Ausgleich erfolgt. So etwa für die verwaltungstechnische Umsetzung der Elternentlastung bei Kindern unter 3 Jahren oder für das Projekt Frühe Hilfen. In Umsetzung der Inklusion ist die kommunale Ebene gezwungen, mit zusätzlichen Integrationshelfern zu reagieren. Alle diese Kosten müssen die Kommunen aus eigener Tasche begleichen. Sie brauchen aber andere, faire Rahmenbedingungen. Weiteres ließe sich hier anfügen. Meine Kollegin Frau Bernhardt wird darauf noch eingehen. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle zunächst für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Zunächst einmal habe ich es begrüßt, dass sowohl die Landesregierung als auch die Koalitionsfraktion bei diesem Thema umdenken. Ich kann nur hoffen, dass diesem Umdenken auch bald Taten folgen. Bisher war das nicht zu erkennen. Denn um es nochmal richtig zu stellen, wir waren es, die 2006 noch in der Landesregierung gefordert haben, die Entkopplung von den 10- bis 26-Jährigen. Und Herr Vergin wird sich daran erinnern. Und wer hat es damals verhindert? Die SPD. Und selbst seit 2009, Frau Schwesig, haben Sie gesehen, dass eine Entkopplung von den 10- bis 26-Jährigen erfolgen sollte. Was ist geschehen? Bis heute nichts. Gerade auch im Sozialausschuss Anfang des Jahres war von Seiten der Landesregierung und seitens der Koalitionsfraktionen noch nicht viel von konzeptioneller Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern zu erkennen. Erst seit den jüngsten Ereignissen scheint ein Umdenken bei der Landesregierung zu geben. Und deshalb war und sind diese Demonstrationen nur zu begrüßen. Und das ist richtig, denn die Gegenargumente sind wenig überzeugend. Ich habe von Ihnen, Frau Schwesig, immer wieder gehört, dass die Kommunen und der Bund in der Pflicht sind. Aber auch das Land hat eine Pflicht und die vergessen Sie immer zu benennen. Deshalb möchte ich § 82 Absatz 2 SGB 8 zitieren. Die Länder haben auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken und die Jugendämter und Landesjugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Von daher, Frau Schwesig, ja, bei den Landkreisen und kreisfreien Städten liegt die Hauptzuständigkeit. Das finden Sie so auch in unserem Antrag. Aber das Land hat ebenfalls nach dem SGB 8 die Pflicht, der Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern und die Kreise und kreisfreien Städte zu unterstützen.
und nichts anderes fordern wir in unserem Antrag. Und Frau Schwesig, bei der Oktoberdebatte und auch heute zu diesem Thema ging sie ebenfalls darauf ein, dass die Kommunen entlastet werden müssten. Ihnen müssten wieder Spielräume gegeben werden, da stimmen wir völlig mit Ihnen überein, Frau Schwesig. Genau das ist ja das Problem. Die Landkreise und kreisfreien Städte können die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe allein nicht mehr wuppen. In allen Regionen des Landes ist es zu sehen, egal ob in Rostock, Stralsund, Schwerin und Greifswald. Überall verschlimmert sich die Lage, deshalb müssen die Kommunen auch finanziell unterstützt werden. Auch das finden Sie in unserem Antrag. Aber der Linken den Vorwurf zu machen, sie würde sich an den Entlastungen der Kommunen nicht beteiligen, ist schlichtweg falsch. Was erleben wir zurzeit in den Kommunen? Die Richtlinie zur Elternbeitragssenkung bei den 0- bis 3-Jährigen beispielsweise hat in den Kommunen zu Mehrbelastung geführt. Im Landkreis Vorpommern und Rügen entstanden dadurch finanzielle Mehrbelastungen in Höhe von 60.000 Euro. Im Landkreis MSE 116.000 Euro an Personal- und Verwaltungskosten. Was trägt das Land? 10.000 Euro. Also letztendlich entstehen Mehrbelastungen bei den beiden Landkreisen in Höhe von 50.000 und 106.000 Euro, die Landkreise alleine zu schultern haben. Geld, was in der Kinder- und Jugendarbeit fehlt. Das ist nur ein Beispiel in meinem Bereich. Das Land belastet die Kommunen immer weiter und Sie, Frau Schwesig, stellen sich hier hin und erzählen etwas davon, wie Sie die Kommunen entlasten. Das ist schon fragwürdig. Und wofür sollen die 100 Euro, Millionen Euro noch dienen? Wir hatten es gehört, für Schlaglöcher, für Investitionen. Und noch zu der Forderung, dass der Bund stärker mit in die Finanzierung einbezogen werden muss. Das hat nicht nur der 14. Kinder- und Jugendbericht so festgestellt, sondern das haben auch Sie, Frau Schwesig, in Ihrer Pressemitteilung vom 18.04.2013 gefördert, wo Sie den Bund dazu aufforderten, weiter zur finanziellen Entlastung der Kommunen beizutragen. Alles Forderungen in unserem Antrag, die Sie bisher mittragen. Dann stimmen Sie doch unseren Antrag zu. Nun meinte ja Herr Murer in seiner Pressemitteilung von letzter Woche, dass die Opposition bei der Erarbeitung von Konzepten nicht gewollt sei. Da frage ich mich von Ihrem Verständnis von parlamentarischer Arbeit, Herr Murer. Gerade die Ausschüsse sind zur Diskussion da, da habe ich nicht viel erlebt im Sozialausschuss. Und wenn dann seitens der Ministerin kommt, die Linke beteilige sich nicht an diesen Prozessen, dann ist es Augenwischerei, wenn diese Beteiligung nicht gewollt ist, so wie Herr Murer verlauten ließ. Und auch der Vorwurf, Herr Murer, wir treiben im Wahlkampf die Sauen durchs Dorf, dann ist auch das falsch. Meine Fraktion beantragt seit Jahren im Rahmen der Haushaltsberatung die Entkopplung der Landeszuschüsse von den 10- bis 26-Jährigen und eben nicht nur im Wahlkampfjahren. Und zu Herrn Lindner vielleicht noch eine abschließende Bemerkung zu seiner Pressemitteilung letzte Woche. Der Vorwurf der Verunsicherung durch unsere Anträge ist schlichtweg haltlos. Die Verunsicherung entsteht doch nicht durch unsere Landtagsanträge, die sowieso von den Koalitionsfraktionen einfach abgelehnt werden. Die führen nicht zur Unsicherheit, Herr Lindner. Wenn Sie oder ein anderer Vertreter der CDU-Fraktion letzte Woche an der 25. Vollversammlung des Landesjugendringes teilgenommen hätten, dann hätten Sie die Nöte mitbekommen. Es geht den Jugendlichen in erster Linie nicht darum, was ab 2014 ist, sondern was jetzt in 2013 ist, denn es geht um die Streichung von 85.000 Euro. Diese war nicht abzusehen. Und umso mehr traf sie gerade die kleineren Jugendverbände, die nicht mehr wissen, wie sie Bürokosten, geschweige denn Personalkosten zahlen sollen. Das führt zu Unsicherheiten. Ne? Zum Schluss kann ich nur sagen, wenn Sie alle von den Regierungskoalitionen schon diskutieren, dann lassen Sie uns gemeinsam in den Ausschuss diskutieren. Ich beantrage die Überweisung des Antrages in den Sozial- und Finanzausschuss. Dankeschön.